So, zurück von der Messe. Und ich hatte auf der Messe diese schöne Schätzchen dabei. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, ich bin zurück von der Fotopia und dieses stylische Schätzchen hatte ich mit dabei von Aleon, ein Hybrid aus Koffer und Rucksack und der hat mich ganz schön überzeugt. Also, was haben wir hier? Wir haben ein sehr robustes Case aus Aluminium, was natürlich einen perfekten Schutz für mein Kameraequipment bietet. Insgesamt in der Größe von 17 Zoll. Die genauen Maße zeige ich mal eben an. Kombiniert mit einem Tragesystem, wie bei einem Rucksack. Zusammen mit einem Brustgurt und einem Hüftgurt hat man also das Beste aus beiden Welten. Das heißt, einen robusten Koffer wie auch einen Rucksack. Ein Koffer. Was ich direkt getestet habe, war, ob man Kameratragesysteme auch an diesem Rucksack befestigen kann. Da der hier vorne so Spannen hat, kann man sehr leicht diese Clips oder auch das Spider-Rucksacksystem gut dran befestigen. Ansonsten gibt es keine weiteren Mounting-Optionen. Ich habe halt hier das Geschirr, hier noch einen Bauchgurt und einen Brustgurt. Und ich muss sagen, er trägt sich wirklich sehr bequem. Eine angenehme Größe und lässt sich sehr leicht einstellen. Was mir hingegen nicht ganz so zugesagt hat, war, dass ich diesen Bauchgurt hier nie wirklich verstecken kann. Das heißt, wenn ich ihn nicht nutze, und meistens nutze ich ihn nicht, weil so groß ist der Rucksack nun wirklich nicht, dann baumeln die Gurte hier an der Seite halt rum. Das stört nicht, aber ob einem das gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Dieser Koffer aus Aluminium, den gibt es einmal in diesem Farbton, der nennt sich Bronze. Er hat eher so einen grünlichen Schimmer. Dann gibt es das Ganze noch in Onyx, also schwarz, und in Platin. Also Silber. Er ist sehr robust, wird aber trotzdem über die Zeit hinweg ein paar Kratzer bekommen. Das bleibt bei einem Aluminiumkoffer nicht aus. Man kann auch draufsteigen und draufklettern. Das heißt, wenn ich das Produkt so hinlege, kann ich mich auch draufstellen, um zu fotografieren. Manchmal sind es die entscheidenden 20 cm. Die Firma Aleon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Firma Aleon produziert natürlich auch andere Koffer. Für uns aber der hier interessant, weil das Besondere an diesem Koffer ist das Inlay. So wie der Koffer jetzt gepackt ist, hatte ich hier mit auf der Fotopia. Also, wir liefern euch den Koffer aus mit einem Kameracube, um euch den Einlegecube und den Koffer mal genauer zu zeigen, wechsle ich mal auf die andere Kamera. Klassischer Kameracube, sehr schön dicke Wände, also passt wirklich gut, ist gut verarbeitet, hat mich ziemlich überzeugt und ich habe dort wirklich viel reingekriegt. Also hier habe ich eine Lampe, die ich immer dabei habe. Dann habe ich hier verschiedene Akkus, Visitenkarten, mein Case für meine Speicherkarten. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem ersten Unboxing-Video. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, aber ich glaube, da tut es jedes Speicherkartencase. Hier meine Handschlaufe, die braucht nicht unbedingt ein extra Fach, aber da lag sie halt gerade drin. Der Aufsatz für ein Mikro, die Rode Funkmikros. Hier noch mein 2470. Das ist so neben dem Weitwinkel 16-35 das Hauptobjektiv, was ich nutze. Vorne dran ist übrigens der Polar Pro Filter. Da kommt jetzt die Tage auch ein neues Video zu. Habe ich hier noch den Deckel von der Kamera, die ich gerade rausgenommen habe. Hier noch meine Insta360. Hier vorne ist noch ein Fach, da habe ich meistens Aufsteckmikrofon dran. Je nachdem, wie man es packt, kriegt man auf jeden Fall eine ganze Menge mit. Wenn man diesen Cube dabei hat, ist der Koffer halt auch voll. Das sollte einem bewusst sein. Das heißt, dann hat man einen reinen Equipment-Koffer. Natürlich sind im Koffer selbst hier auch noch ein paar Sachen verbaut. Hier für Notizen. Weitere Unterlagen, die kann ich hier so reinpacken, auch nochmal unterteilt in zwei Fächer. Dann habe ich hier an der Seite so zwei Reißverschlusshalter, das zeige ich gleich einmal von vorne. Damit kann ich den Deckel festmachen.
Im Deckel habe ich noch ein Fach für Notebooks bis zu 15 Zoll, sowie ein weiteres Dokumentenfach. In diesem Dokumentenfach habe ich jetzt ein paar Unterlagen und den Halter für die Rode Micros. Man kann hier einen Reißverschluss einhängen. Und das kann ich an beiden Seiten machen. Und jetzt, wenn ich es hier eingehängt habe, kann ich den Rucksack vor die Brust nehmen und ihn aufklappen und habe Zugriff auf meine Sachen, ohne den Rucksack vorher abstellen zu müssen. Sehr praktisch, aber sobald ich den Kameracube drin habe, brauche ich etwas mehr Spiel, um an die Sachen ranzukommen. Da gibt es aber auch einen Weg, und zwar, wenn ich nur eine Seite festmache. Das heißt, ich mache diese Seite hier wieder los. Dann habe ich die Möglichkeit, gesteuert dadurch, wie weit ich ihn öffne, trotzdem noch an meinen Cube ranzukommen. Mit im Lieferumfang ist noch dieses Case dabei. Das ist halt für Dokumente. Auch größere Notebooks, also hier passen auch wirklich 17 Zoll Notebooks rein. Auch nochmal hier eine Möglichkeit, Sachen unterzubringen. Und das kommt einfach direkt in den Koffer. Generell macht der Rucksack einen sehr guten Eindruck. Abgesehen von seinem schicken Design ist er auch gut verarbeitet. Die Reißverschlüsse sind nicht unbedingt wasserfest, also die haben jetzt nicht so Lippen, wie man das bei Autorucksäcken kennt. Dennoch sollten sie einem kleinen Schauer standhalten. Es hat aber auch den Vorteil, dass man nicht so rumfriemeln muss und die Reißverschlüsse einfach und schnell aufkriegt. Das Rückenpolster ist ebenfalls schön verarbeitet und gut vernäht. Es sieht alles sehr robust und qualitativ hochwertig aus und trägt sich tatsächlich auch, wenn man es den ganzen Tag mit sich rumschleppt, sehr bequem. Für wen kommt dieser Koffer-Rucksack-Hybrid jetzt also in Frage? Ich persönlich möchte ihn eigentlich nicht mehr hergeben, weil ich finde ihn sehr schick. Ich glaube, man macht damit jetzt keine Wanderungen in den Bergen, sondern er ist wirklich eher was für den Job oder für die Reise. Er hat auf jeden Fall Handgepäckgröße, er sieht sehr edel aus, ist sehr robust und ist immer angemessen. Also wenn man auf einer Hochzeit filmt oder fotografiert, sieht man damit gut aus, aber genauso wie unterwegs auf der Straße macht er auf jeden Fall einen guten Eindruck. Was mir persönlich fehlt, ist die Möglichkeit, außen noch Sachen anzubringen. Aber das wird natürlich auch wieder mit diesem sehr edlen und schlichten Design brechen. Deshalb ist das wahrscheinlich gewollt, dass man sich auf das beschränkt. Man hat hier immerhin 23 Liter Fassungsvermögen. Das heißt, man kriegt sein Equipment gut untergebracht und sollte eigentlich für einen Standardjob alles dabei haben. Diese Woche nur ein kurzes Video, da wir viel zu tun haben. Falls ihr weitere Fragen zu diesem Rucksack habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Das war's für mich für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Es gibt so ein paar Abnutzungserscheinungen, die sind aber auch nur gewollt. Es ist halt ein Metallkoffer. Das heißt, man hat sehr schnell hier an den Nieten, dass man sieht, dass der... Abnutzungserscheinungen wie hier an den Nieten sind dabei gewollt, denn es geht darum, dass der Rucksack nach und nach... Das ist ein Rucksack. Ich meine, der sieht ja auch wirklich geil aus.